Armin, super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um deinen Beitrag zu den Sessions des Practice Camps der Corporate Learning Community kurz vorzustellen. Um was geht es denn bei dem, was du da machen möchtest? Ja, das Thema nenne ich mal Spielraumkompetenz. Was mich begeistert ist, so, ich habe in meiner Laufbahn verschiedene CEOs kennengelernt und die besten stellen jeden Coach in den Schatten. Und was ich forscht habe dabei, ist zu schauen, so, was ist die Essenz von dem? Wie machen die das? Teilweise coachen die oder leiten die Konzerne, große Konzerne mit zigtausend Mitarbeitern, total erfolgreich. Was ist das Geheimnis? Und ich packe das in den Begriff Spielraumkompetenz. Die haben etwas. Cool. Was ist dann dein Ziel? Was möchtest du an der Veranstaltung für dich mitnehmen? Was willst du ausprobieren? Ja, ich habe da was gefunden. Ich glaube, das ist es. Und ich würde das gern mit verschiedenen Leuten mal antesten. Das ist noch relativ frisch. Ich würde es einfach ausprobieren, wie man diese Essenz, dieser Spielraumkompetenz ins Spiel bringen kann, wie andere Coaches, andere Personen davon profitieren können, dass vielleicht sogar eine Art virale Ansteckung bekommt. Das möchte ich da gerne ausprobieren und freue mich, wenn Leute sich darauf einlassen. Cool, das hört sich ja super spannend an. Zur Logistik, wie lange braucht das? Wie lange geht deine Session? Hat es eine Teilnehmerzahl, maximal, minimal? Was brauchst du für die Durchführung? Es geht ja erstmal um den Einstieg. So, was ist der erste Schritt, ne, den man da gehen kann? Der entscheidende erste Schritt, den sich viele Leute meiner Meinung nach oft nicht anschauen. Ich sag mal Minimum 2 Stunden. Wäre toll, wenn da mindestens 5 Leute zusammenkämen, die Lust hätten, das mal mit mir durchzuspielen. Es können beliebig dann viel mehr sein, da muss man das eben aufteilen. Das wäre toll. Super. Wenn es um die Teilnehmer geht, müssen die irgendwas mitbringen? Hast du Voraussetzungen? Sollten die eine Erfahrung haben? Gibt es Ansprüche oder Wünsche, die du an deine Teilnehmer hättest, die da kommen? Müssen gar nichts mitbringen. Einfach Neugier, gute Laune hilft natürlich immer. Und es gibt da die berühmten 3 M. Man muss Menschen mögen. Sind das 4 M? 4M sind 4. 4 M. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Und dann ist gut. Lasst euch überraschen, Leute. So, was können die Teilnehmer für sich selber mitbringen? Du hast dein Experiment. Was haben denn deine Teilnehmer davon, wenn sie damit waren? Also ich habe Teil Aspekte schon davon ausprobiert und bisherige Ergebnisse sind super. Manche haben gesagt, wow, das hat tatsächlich mein Leben verändert. Dieses kleine Ding hat mein Leben verändert. Ich mache jetzt was anders. Auch wenn es nicht so sichtbar ist, aber es macht einen kleinen Unterschied, der dann doch viel bedeutet. Also mehr in Richtung eigene Spielraumkompetenz. Das kann ich anbieten, nicht versprechen. Armin, zum Schluss noch, was sollten die Teilnehmer über dich wissen? Ja, ich habe nach einer Bezeichnung für mich gesucht, Tiki-Taka-Coach. Dazu müsst ihr euch mal anschauen. Tiki-Taka Barcelona auf YouTube oder ähnliches. Es ist fantastisch, wie die Leute miteinander ins Spiel kommen und dabei ein Paradoxon auflösen, dieses ich mache, was ich will und das gemeinschaftlich. Jeder macht, was er will, aufeinander abgestimmt und dann zappelt der Ball im Tor. Wie geht das? Und das geht auch um dieses Tiki-Taka-Geheimnis. Das sollt ihr über mich wissen. Ich habe studiert Philosophie, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, rhetorische Kommunikation. Und das führt zu einer Melange, die mich bis heute begeistert. Cool. Armin, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast ganz viele Leute sehr neugierig gemacht und ich freue mich auf deine Session in Berlin. Hey, danke dir, Wolfgang, für Anregungen und Einladung. Bis dahin. Bis dahin.